Das hier sind Schnitzel und Kotelett, zwei knackige Hausschweine. Sie leben mit ganz vielen tierischen Artgenossen auf einem wunderschönen Ferienbauernhof. Ferien auf dem Bauernhof, was für ein Idyll. Am Morgen geht's für alle direkt raus zur Weide. Die Futterrunde steht an. Alle haben riesen Hunger. Nonstop geht's dann weiter. Die Ziegenherde muss mit vereinten Kräften Richtung Weide getrieben werden. Ihr Frühstück besteht aus Spaghetti. Knuspriges Ziegenmüsli, sozusagen. Wie macht man das denn jetzt? Eine nehmen und also so geben, ja. Und los. Hier werden Kinderträume wahr. Der Respekt vor der Kreatur wird stets gewahrt. Darauf legen die Besitzer des Kinderferienhofes großen Wert. Ich glaube, das macht auch genau den Urlaub auf ihrem Hof aus, ne? Dass man so wirklich Kontakt zu allen Tieren hat. Das war auch das Ziel, was wir haben, dass die Kinder, also sonst können die in den Tierpark gehen, dann brauchen die nicht zu uns kommen. Und bei uns ist es ganz wichtig, dass sie die Erfahrung machen, dass sie auch merken, wenn eine Katze nicht mehr gestreichelt möchte, dann wird sie, dann kratzen die oder die beißen dann auch mal, wie auch immer. Dass die Kinder einfach Erfahrung machen, Tiere haben auch ihre Grenzen und mögen nicht immer nur gestreichelt werden. Die Futterrunde geht weiter, niemand kommt hier zu kurz. Jetzt macht es Bauer Bracker spannend. Wir gehen jetzt zur Raubtierfütterung. Und zwar gibt es auf dem Bauernhof auch Raubtiere. Und die haben ganz viel Hunger. Und die wollen wir jetzt mal rauslassen. Was sind das denn für Raubtiere? Katzen. Ach, Katzen. Ich hatte schon gedacht. Seid ihr bereit? Ja! Auch Kindergartengruppen und Schulklassen kommen gern hierher. Das ist kein Wunder. Wo können Kinder sonst ein so entspanntes Zusammensein mit Nutztieren genießen und mit Spaß lernen, wo Lebensmittel herkommen? Ich glaube, das Huhn, das weiß schon, was wir wollen. Also ich fasse da hier. Und jetzt tust du das hier rein. Ach so. Dann kann man sich ein Ei rausnehmen. Guck mal, wir können alle drei uns ein Ei nehmen. Drei Eier. Hier in Heinkenborstel leben die Tiere noch artgerecht. Was für kleine Abenteuer man mit ihnen erleben kann. Wunderbar. Und das alles in einer herzlichen und kindgerechten Atmosphäre. Hoffentlich legt ihr nicht jetzt gerade ein Ei. Das wär, ist mir auch schon mal seht passiert. Ist das schon? Guck mal nach, ob da ein Ei rauskommt. Kommt da hinten aus dem Po, oder? Kein Ei. Hier kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Der Hausherr ist auch noch Hobbyimker und überrascht die Feriengäste mit überraschenden Einblicken in die Welt seines Bienenvolkes. Ich habe hier jetzt die Bienenwabe ohne Bienen. Was ist denn da jetzt oben drauf? Was ist das? Das ist der Wachsdeckel. Das muss man sich vorstellen wie eine Vorratskammer oder wie ein Kühlschrank. Und die Bienen machen einen Wachsdeckel da drauf, um dann ihren Honig einzulagern. Da ist Honig, schau mal. Und wer möchte, darf gerne mal schlecken. Das lässt sich hier niemand zweimal sagen. Honig direkt aus der Wabe. Wo gibt's das sonst? Die Schweine lassen sich heute zu nichts mehr überreden. Sie bestehen auf ihre Mittagssiesta. Nichts zu machen. Die Ponys und die Väter der Feriengäste sind da deutlich dynamischer. Und kleine Großstadtpflanzen werden an einem Tag wie heute schnell handfester. Und das ist ganz toll zu sehen, wie schnell die Kinder Vertrauen gewinnen und wie schnell sie sich auch auf die Tiere einlassen. Mhm. Meistens sind sie anfangs noch ziemlich vorsichtig und vielleicht haben sie auch ein bisschen Angst, aber es legt sich ganz, ganz schnell. Letzter Programmpunkt für heute, ein Ausflug auf die große Schafweide. Und alle lernen, diese Herde ist sehr kommunikativ. Komm, Mickey, komm! Mit super Stimmung im Planwagen geht's zurück auf den Hof. Schenk uns braune Wolle, schnipp, schnapp, schnipp. Was war das für ein lustiger Tag? Kein Wunder, dass viele Gäste immer wieder genau hierher kommen.